Und da ist es wieder Halfway-Zeit. Langsam nähern wir uns wirklich dem Ende, hoffe ich. So wie so oft. Mission Briefing. Wir wollen auf die Brücke, um dort mit Hilfe von Dr. Schäfer einzudringen in die Brücke. Ja. Ah, wie ich letztes Mal gesagt hatte, hier ewig langer Schacht. Wie viel sind wir? Ich hoffe 4. Ja, jawohl. Morton und Schäfer sind vorgegeben. Das heißt, Sam und Jenna kommen noch mit. Dann schauen wir uns schnell noch das Equipment von Schäfer an, weil ich glaube, der hat bloß dieses Standard-Equipment. Genau, da kriegt man noch ein bisschen, noch 2 Munition, kriegt noch ein Medium-Medpack. Passt. Go! Here we are! Yeah, we should be careful, even though they're not in the maintenance area. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die das wissen. Was haben wir hier? Nochmal eine Gatling Gun. Die kann dann auch gleich mal... Oh, die ist sogar besser als seine. Ja, dann nehme ich die doch gleich. Und die kann dann nämlich auch gleich mal der Dr. Schäfer nehmen. Auch gleich mal eine coole Waffe. Kann man den Scheiß nämlich weghauen. Sehr gut. Mal schauen, wie viel Munition wir überhaupt dabei haben. Ich denke, ich habe mehr als genug Munition dabei. Ja, Jenna kann jetzt gleich mal nachladen. Ohne irgendwelche... Punkte zu verbrauchen. Sam wird immer noch als tot angezeigt. Seltsam. Naja. Ja, was haben wir noch? Das war's, genau. Hier haben wir noch Loot. Nochmal ein Agility Stimpack. Ich kann Sam mit Sam nichts mehr machen, weil der mir als tot angezeigt wird. Scheiße. Okay, das heißt, Sam sollte nichts mehr looten. Obwohl, wenn ich hier so gehe und dann übers Inventar, geht auch nicht. Okay. Okay, Sam ist auf jeden Fall verbuggt. Was bedeutet, mit Sam keine Sachen mehr aufnehmen. Ja, dann, aber er bewegt sich noch. Er hat diesen komischen Schein um sich herum. Also irgendwas ist mit Sam auf jeden Fall kaputt. Ja, vielleicht, wenn er das nächste Mal stirbt, wird mit Sicherheit bald sein. Sam nimmt auf gar keinen Fall irgendwelchen Loot auf, denn den kann ich ihm nicht wieder wegnehmen. Eine Railgun MK2. Hm. Echt ein Tanksuit. Munition. Ja, die Tanksuit hauen wir gleich weg, die brauchen wir nicht. Schießzellen Medium geben wir an Dr. Schäfer. Munition ist immer gut. Nochmal eine Scoutsuit 4. Na. Geben wir mal dem Schäfer noch ein bisschen Munition. Dann kann ich die Scoutsuit 4 nehmen. Schauen wir mal, ob sie da... Ja, ja, die ist auf jeden Fall was für die Jenna, klar. Jo. Passt. Okay. Na, da wollte ich ja den, die Railgun wollte ich noch mitnehmen. Was hat der Schäfer eigentlich Aiming? Oh, gar nichts. Gut. Backpack voll. Alle sind voll. Schon irgendwas recyceln können von dem ganzen Mist, den wir dabei haben. Laserpistol. Weg. Flag Gun. Short Range. Hm. Weg. Auch kann das auch. Nehmen wir die Railgun mal mit und schauen mal, ob die Railgun vielleicht besser wäre als das von Sam, was ich ihm nicht geben kann. Ah nee, das ist die alte Railgun. Nee, die ist auch nicht besser. Dann recycle und weiter im Kontext. Hier irgendwas. Hier kommen mit Sicherheit gleich Viecher raus. Das war ein großer Fehler, dass ich die geöffnet habe. Weil die letzten Missionen jetzt nicht mehr so knüppelschwer waren durch die neue Ausrüstung. Ja dann. Ja. Wer hätte es gedacht? Ein Sprung, während ich irgendwo bin. Unerwartet. Snipers on the bridge. There's a lot of them. Okay, das sind also die Sniper hier. War ich nicht mal zu viert? Ah, okay. Oh, das sind alle Sniper. Was ist da drin? Okay, das können wir später nehmen. Oh, nehmen wir es jetzt. Gut, ja, dann ist wohl Steady Shot Time angesagt. Um die Platz zu machen. Na, ich nehme die hier unten. Die
egal, welchen man da nimmt. Wir sind hier absolut auf dem Präsentierteller. 36% Trefferchance. Ja, Mann, oh, siehste? Die Gatling richtet's. Nur Jenna. Oh, das könnte jetzt allerdings sehr interessant sein. Denn sie dürfte mehr als 4 Ziele sehen. 1, 2, 3. Sie dürfte alle sehen. Ja, das heißt, der Berserker ist auf jeden Fall sinnvoll. Mal 1. 2. Daneben. Immerhin ein Toter. Das ist schon mal eine Menge wert. 36% Trefferchance, da gehe ich lieber auf Retaliate. Haben wir noch Punkte? Ja, Morten hat noch einen Punkt. Haben wir angeschlagen? 18, 12, 48, 48 probiere ich. Schade. Ist aber nicht schlimm. Bisschen Schwund ist immer, da oben sind 3. Okay, Shepherd down in der ersten Runde. Die machen massig Schaden. Und treffen gut. Das ärgert mich, dass die gut treffen. Ja, die hier unten scheinen näher zu sein. Da trifft er irgendwie besser. Ah, 67 muss ich probieren. Jawohl, passt. Dann nehmen wir den als nächstes raus. 63, ja, da nehme ich die Headshot Ability noch mit dazu. Und dann hat der wohl auch ausgesorgt. Jawohl. So, Jenna hat keine Munition mehr. Gerade eben alles verschossen. Nehmen wir hier 44. Dann nehmen wir den hier unten. Sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht, Jenna. Schade, dass der Dr. Schäfer schon raus ist. Oh, die treffen halt. Ja gut, das sind Sniper. Klar, die treffen natürlich genauso gut wie wir auch. Aber da müssen sie jetzt durch, die Jungs. Das hilft nichts. Boah, die one-hittet die Leute, ey. Ja, ich muss es probieren, es hilft nichts. Jawohl. Geil. Perfekt. Dann kann Jenna gleich die Munition hin. Ah, ist ein Medkit, okay. Ja, das kann der Dr. Schäfer mal nehmen, das Medkit. Denn ich denke mal, das war nicht der letzte Kampf. Medium Use. Ach so, der hat auch nur 8 HP, ich verstehe. Alle anderen bleiben in Deckung. Ja, dann autorisiere dich mal, Class A-mäßig. Okay, die bleiben nicht in Deckung. Aber ist egal, er hat sich autorisiert. Wir sind durch, die Brücke ist da. Die Brücke zur Brücke. Let's move. Ah, oh nein, ein weiterer Sprung. Tja. Armored Units on the other side. Okay, Armored Units. Keine Granate. Eine Granate. Ja, da die stehen natürlich ideal, dass man eine Granate reinwirft. Bam. Immer ein bisschen was. Und noch ein Steady Shot hinterher. Der ist schon ein bisschen angeschlagen. Getroffen, ja. 2 Schaden. Na, dann sind wieder mal unsere Sniper gefragt. Keine Munition. Kann sie wieder berserkern? Oh, perfekt. Ah, keine Granate. Okay, ja dann. Berserker away. Daneben. Treffer. Daneben. Und wieder vergessen nachzuladen. Und Sam wird mir immer noch als tot angezeigt. Mit dem kann ich nichts machen. Der kann auch nicht nachladen. Das ist total ärgerlich. Ja, Sam ist dann praktisch nutzlos. Zum Glück treffen die nicht gut. Ich nehme es zurück. Die treffen. Ach, aber Morten steht vorne. Ja, Granaten? Ne, gerade schon rausgehauen. Reveal Enemies, das hilft uns jetzt nichts. Na komm, mach es. Ja, immerhin ein bisschen schon. 2 Schaden, ey. Er ist natürlich auch saudumm, dass Sam
2 Schaden, das gibt's doch gar nicht. Ist natürlich jetzt auch saudumm, dass Sam verbuggt ist. Denn Sam würde natürlich einen elementaren Part hier spielen. Aber es gibt auch keine Möglichkeit, den irgendwie... Nee, er ist... Dann wird Sam geopfert und geht vor im Nahkampf. Vielleicht können die den... Vielleicht kann er wenigstens noch ein bisschen Ablenkungsmanöver spielen. Ansonsten macht er halt ein bisschen Nahkampfschaden. Vielleicht sollte ich mit Morten mal irgendwie in Deckung gehen. Sonst reißt er gleich die Hufe hoch. Na, ein bisschen Nahkampf geht immer. Das ist jetzt eine All-In-Aktion. Erleben. Mal daneben. Ey. Dann ist Berserk eigentlich wieder fertig. 8 Runden. Ne? Das werden wir wohl hier nicht mehr einsetzen können. Naja, die mögen Morten nicht. Gehen aber auch wirklich auf Morten, aber zum Treffen ist tatsächlich nicht so gut. Aber Morten ist down, okay. Dann kann Sam zumindest noch ein bisschen im Nahkampf abgehen. Oh Mann! Hau den um! Endlich! Ein bisschen Schaden kommt schon rüber, aber halt echt viel zu wenig. Und ich habe Morten ja quasi geopfert. Chance 6%. Aber hier gibt es auch keine Deckung, ne? Außer dieses Ding hier. Zur Not muss es Jenna alleine machen. Da müssen die beiden, die müssen in den Nahkampf gehen. Da kommen wir nicht drum rum. Werde ich die opfern. Wobei ja der Dr. Schäfer auch im Nahkampf mit der Gatling was machen kann. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, da muss Jenna das wohl alleine reißen. Keine Munition. Sie trifft den hier 51, ne? Sehr schön. Macht bestimmt das Aiming-Stimpack aus. Ja, die gehen vor allem auch gar nicht auf Sam, oder? Nee, die registrieren den gar nicht. Der scheint für die wie tot zu sein. Echt seltsam. Ja, die gehen tatsächlich nicht auf den... Oh, jetzt habe ich Sams Zug versaut. Die gehen gar nicht auf Sam. Das heißt, die denken wirklich, dass Sam tot ist. Krass. Ja, dann kann ich ja mit Buggy Sam so ein bisschen hier Nahkampf machen. Der verbuggte Sam. Ja, dann kriegt er jetzt gleich eine Nahkampfwaffe von mir. Das ist natürlich schon ein bisschen Hacks mit dem Verdacht, mit dem verbuggten Sam. Die Frage ist, verliere ich die Mission, wenn Sam, wenn Jenna jetzt sterben würde? Denn eigentlich, also ich kann ja mit ihm agieren, aber, keine Ahnung. Er haut auf jeden Fall gut im Nahkampf zu. Aber ich denke mal, wenn Jenna drauf geht, wird die Mission trotzdem vorbei sein. Lustig. Ja, manchmal haben Bugs auch gute Sachen. Es ist nicht immer alles schlecht, was buggy ist. Ich finde das super.
Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass der bald wieder aus seinem komischen Koma hier aufwacht. Ja, die waren tatsächlich sehr tough. Was ist da Interessantes? Ja, die sind deutlich besser geschützt. Das haben wir schon gemerkt. Ja, mehr Firepower wäre ich gut. Diese Toys. Ja, so schlecht sind die Waffen ja jetzt auch wieder nicht. Okay, das heißt, wir brauchen noch eine andere Waffeneinheit. Mit noch fieseren Waffen. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Ja, hier natürlich, klar. Finish the level. Hm, okay. Ja, das war's dann erstmal wieder für die Folge. Dann verabschiede ich mich nochmal. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dann auf dem Weg zur Brücke oder vielleicht sogar schon auf der Brücke. Wir werden es sehen. Macht's gut, bis dann. Ciao. Seht euch bei mir unter diesem Video. Ihr könnt dann noch reinschreiben, was für ein Stadtviertel ihr sein wollt. Wollt ihr eventuell auch hier das Industrieviertel sein? Wollt ihr ein Industrieviertel sein? Wollt ihr kein Industrieviertel sein? Kein einziger Schuss trifft. Ja, Josh, du hast es verbrochen, du gehst vor. Überleg mir gerade, ob ich...